Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Thermomix mit Claudi. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute eine super leckere Haselnuss-Orangencreme. Und zwar ist die super einfach in der Zubereitung, schmeckt einfach nur köstlich. Und genau, möchte es gern mit euch teilen. Es ist in diesem Selbstgemacht-Band Teil 4, das heißt, das ist einfach im Moment nur nicht auf Cookie Doo. Lasst euch da einfach Zeit und ansonsten kocht es einfach mit mir. Jetzt einmal kurz zu den Zutaten und zu den Vorbereitungen. Was brauchen wir? Wir brauchen eben einmal 200 Gramm geröstete und abgekühlte Haselnüsse. Das heißt, ihr tatsächlich die zuerst entweder im Backrohr oder in einer beschichteten Pfanne ohne Fett einfach rösten, bis das Duften anfangen und leicht eine Farbe annehmen. Dann lasst es auf einen Teller raus und abkühlen lassen. Und genau, dann sind sie einsatzbereit. Dann haben wir da 50 Gramm Arancini, das sind so getrocknete Orangenschalen, so kandierte Orangenschalen. Dann haben wir da circa 2,5 Teelöffel, also 20 Gramm Vanillezucker, 30 Gramm Kakaopulver ungesüßt, so ein Backkakao zum Beispiel. Und dann haben wir da zwischen 120 und 150 Gramm braunen Zucker. Also da könnt ihr natürlich jetzt ein bisschen nach eurer Süße variieren. Ich habe jetzt 140 Gramm, einfach zwecks der Haselnüsse, dass es uns einfach doch süß genug ist. Und weil das ist ein süßer Brotausstrich, das darf schon ein bisschen süß sein, denke ich mal. Und da haben wir eben nur 160 Milliliter oder Gramm, Entschuldigung, feinstes Haselnussöl. Also findet es auch in ausgewählten Supermärkten und sonst in einem Reformhaus. Genau, also ist jetzt nicht so schwer auffindbar, aber manche haben es einfach nicht immer lagernd oder so. Da müsst ihr euch ein bisschen rumfragen. Genau, was braucht man nun? Ihr könnt entweder drei solche Twist-Off-Gläser nehmen. Das heißt, das sind die, wo ein Deckel zum Rauf- und Runterdrehen drauf ist. Mit 160 Milliliter. Ich habe jetzt einfach mal 6 hergerichtet. Da passen in eins ca. 120 Milliliter, also 120 Gramm. Und genau, ich schaue mir das einfach an, wie viel das ich dann brauche. Die Gläser habe ich wieder gründlich heiß gereinigt. Das heißt, bei mir waren die einmal im Dampfgarer. Das heißt, die sind einmal richtig schön sterilisiert worden. Dann habe ich es wie immer eben, was ich eben auch schon oft jetzt in Videos erwähnt habe, ich habe es dann auf ein Backblech gestellt und bei Heißluft 100 Grad dann nochmal ca. 30 Minuten quasi trocknen lassen. Dann nehmt es bitte vorsichtig, dass den Rand nicht mehr berührt, entweder mit den Ofenhandschuhen oder einfach mit einem Geschirrtuch, mit einem sauberen. Rausstürzt es euch, wie ich zum Beispiel, so auf ein Brett und legt euch dann die Deckel wieder in warmes Wasser ein. Genau, das war es jetzt so viel zu den Zubereitungen. In der Zeit, während die Gläser getrocknet haben, habe ich mir alles hergerichtet. So könnt ihr es auch machen. Und jetzt ein paar einzelne Schritte und wir haben eine super leckere Creme. Genau, anfangen dann mal eben mit unserer Zuckermischung. Wir machen uns einmal, zuerst kommt einmal unser brauner Zucker, also die 140 Gramm brauner Zucker in den Mixtopf. Da kommt der Kakao dazu, also die 30 Gramm Backkakao und die 20 Gramm Vanillezucker. Dann nehmt euch ein Küchenpapier, da habt ihr einen Deckel drauf. Und das Ganze wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 10 pulverisiert. Im nächsten Schritt dann wir einfach mal das Küchenpapier ein bisschen abklopfen, runter, dann staubt es uns da ein bisschen raus. Klopft euch das einmal so ein bisschen am Boden runter wieder. Und jetzt kommen da unsere 50 Gramm Arancini dazu. Das sorgt eben auch für die Orange in der Haselnuss-Orangencreme. Genau, und dann einfach Deckel wieder drauf, inklusive Küchenpapier. Und erneut dann eben 10 Sekunden, Stufe 10, zerkleinern. Als nächstes füllt euch dann die Orangenzuckermischung da in eine Schüssel um und dann geht es schon weiter. Das lassen wir uns jetzt auf der Seite stehen. Jetzt kommen unsere 200 Gramm, die abgekühlten Haselnüsse eben.
geröstet, abgekühlt, kommen eben jetzt ein in den Mixtopf. Und zwar wieder für 10 Sekunden, Stufe 10, wieder mit Küchenpapier. Jetzt geben wir unser Öl in Schritten eben da dazu und eben auch dann unsere Zuckermischung. Und diese schrittweise Zugeben vom Öl sorgt einfach dafür, dass es nie zu warm wird, das Ganze, dass sie eben da nicht das Öl von der Nuss, dass das nicht quasi sie dann absetzt. Und wir fangen an, indem wir, also das Erste wird auf jeden Fall mir ganz wichtig, ist immer zwischendrin die Nüsse lockern, vom Boden lösen und alles immer runterschieben. Das in jedem Schritt. Genau. So. Als Erster kommen eben jetzt einmal 30 Gramm vom Haselnussöl dazu. So, und das wird jetzt eben zusammen mit den Haselnüssen für 20 Sekunden auf Stufe 10 vermengt. Jetzt nehmt ihr euch wieder einen Spatel, schiebt wieder alles schön nach unten und löst es nun mal alles schön vom Boden. Ganz wichtig eben, dass sie da unten nichts verkeilt beim Messer, nichts blockiert wird. Wieder zurück ins Gerät eben. Und jetzt wieder 30 Gramm Haselnussöl. Und eben unsere Zuckermischung kommt jetzt auch dazu. Die Zucker-Orangen-Kakao-Mischung. Und jetzt wird das Ganze für 30 Sekunden auf Stufe 9 nochmal gemixt. So, jetzt wieder hergehen. Schön alles vom Mixtopf nach unten schieben. Jetzt kriegt es auch schon schön so eine Haselnuss-Creme-Farbe. Also geht schön Richtung Nutella, nein, von der Farbe her. Genau, alles schön lösen. Das ist wirklich wichtig, dass immer schön alles nach unten schiebt und einmal unten rum schön den Boden lösen. Dann wieder zurück und jetzt kommen eben 50 Gramm Haselnussöl dazu. So, jetzt wird das Ganze wieder für 30 Sekunden auf Stufe 9 gemixt. Zu guter Letzt noch einmal da wirklich alles schön nach unten. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig. Und dann eben schön lösen. Das riecht schon so gut, ich kann euch das gar nicht sagen. So, und jetzt kommen unsere restlichen 50 Gramm, wie es nur sein sollen, kommen eben nur dazu. Und jetzt wird das Ganze, jetzt gehen wir wieder raus, für 3 Minuten auf Stufe 7 gerührt. Und wenn das dann eben fertig ist, wenn diese 3 Minuten dann vorbei sind auf Stufe 7, dann lasst es so lange abkühlen, bis eben keine Temperatur mehr angezeigt wird. Erst dann können wir eben weiter da. So. Wenn ihr jetzt seht, dass euch der Thermomix da eben nichts mehr anzeigt, also keine Temperatur, dann wissen wir, dass wir weiter da können. Lasst euch da davon nicht abschrecken, es dauert etwas. Also es dauert sicher 3/4 Stunde bis Stunde, wenn ihr es wirklich so bei Raumtemperatur stehen lasst. Ihr könnt aber den Topf natürlich auch einfach in den Kühlschrank stellen, zuerst ein bisschen umrühren und dann, also zuerst auf 50 abkühlen lassen, 45 und dann ein bisschen im Kühlschrank stellen. Dann geht es ein bisschen schneller. Also es waren bei mir jetzt ca. 25 Minuten. Und dann geht es weiter. Und jetzt ist eben so, das Ganze wird jetzt einfach nur mal für 3 Minuten auf Stufe 7 gerührt. Ja. Und dann können wir auch schon abfüllen. Weitere 3 Minuten später seht ihr dann einfach, wie schön sich das jetzt verflüssigt hat. Und einfach um das zu erreichen, war das jetzt auch notwendig, dass wir uns von der Temperatur her wieder auf 0 setzen, also dass wir es nicht zu warm machen,
sonst hätten wir quasi die Nuss überstrapaziert. Also wir hätten das Ergebnis nicht gekriegt. Drum die Geduld einfach mitbringen, dafür kommt was super Leckeres raus. Genau, hoppala, jetzt habe ich da meinen Trichter wieder. Genau, und jetzt tatsächlich das, was jetzt ziemlich flüssig ist, wie ihr seht. Hoffentlich seht ihr das. Jetzt quasi, das wird eben dann so mousseartig. Und ich habe ja mein Mandelmus auch gemacht, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Da habe ich eben auch erwähnt, es ist wichtig, dass das Ganze, die Masse nicht zu heiß wird. Genau, und jetzt füllt euch das ein. Schaut, dass der Rand sauber bleibt, circa bis 5 mm unter den Rand. Verschließen und das einfach mit allen Gläsern, bis das nichts mehr da ist. So, wenn abgefüllt ist, also wenn die Gläser abgefüllt sind, schön verschlossen, einfach stehen lassen, nur ein bisschen abkühlen, beziehungsweise das ist eigentlich am besten gleich in den Kühlschrank bzw. kühl lagern. Es ist einfach was, was ranzig werden kann. Das ist einfach mit Nüsse, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dadurch, dass wir keine Stabilisatoren oder irgendwas Komisches drinnen haben. Wenn so ein Glas überbleibt, so wie da, was nicht ganz voll geworden ist, wir haben vier schöne volle Gläser und ein so ein Dreiviertelglas, dann ist das natürlich immer ganz blöd, weil das gehört halt schnellstmöglich aufgessen. Also, ja. Also wisst ihr, was ich meine damit. Also, laut Rezeptur oder Rezept heißt es, innerhalb von 10 Tagen aufbrauchen. Meine Meinung ist, wenn die im Kühlschrank sind, hält sie das auch sicher 2-3 Wochen. Aber ich gebe da keine Empfehlung ab. Probiert es einfach. Ich bin der Meinung, es wird nicht zu schnell alt. Verschenkt es einfach 1-2 Gläser und macht es immer wieder frisch. Es ist einfach, es ist wirklich wert. Es ist super lecker, das Rezept. Ich wünsche euch jetzt beim Nachmachen ganz viel Spaß. Die Creme ist lecker, nicht das Rezept. Genau, lasst mich wissen, was also ihr von dem Aufstrich halt und keine Ahnung, wozu ihr ihn genießt oder auch nicht oder ob ihr ihn einfach so zum Löffeln cool findet. Ich würde mich total freuen. Auch Daumen hoch, Abo gerne da lassen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Wünsche euch viel Spaß. Tschüss.